Ja, wer kennt diese Probleme nicht mit den nervigen Toilettenpapierrollen und vor allem mit dieser Plastikverpackung? Das fliegt dann immer irgendwo im Badezimmer rum und es stört einfach und sieht vor allem mega hässlich aus. Und deshalb bauen wir heute so eine Aufbewahrung, wo unter anderem auch Putzmittel reinkommen und die Toilettenbürste, heißt es so? Klobürste? Toilettenbürste? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Und zwar wird das Ganze nachher neben unserem Badschrank stehen, also so links daneben, neben der Toilette. Und dann kann man sich da perfekt die Klopapierrollen rausnehmen, wenn das Ganze leer ist. Ich habe mir hier mal zwei Rollen Klopapier mitgenommen, damit man auch weiß, wie groß die Dinger sind, weil das ist jetzt wichtig. Und als Holz habe ich ein günstiges Kiefernholz gekauft. Ich habe mir gedacht, ich gucke nach einem günstigen Holz, damit das auch jeder eigentlich nachbauen kann. Da kostet 1,70 glaube ich, also insgesamt. Boah, jetzt muss ich Kopf rechnen. Shit. 7, 14, 28, 2, 6,80. Richtig? 6,80 Euro kostet das Holz. Plus ein bisschen Schrauben, plus nochmal ein bisschen Holz. Aber der zweite Teil mit dem Holz, den muss man nicht unbedingt nachbauen. Ich habe vorhin schon alles ausgemessen. Und das Ganze wird 30 cm breit, weil halt auch der Badschrank 30 cm tief ist. Und wir machen das Ganze 80 cm hoch, weil die perfekt schon 80 cm lang sind. Und 20 cm tief. Erst wollte ich es 15 machen, dann habe ich gesehen, die sind schon 20 cm. Dann habe ich gedacht, gut, die Arbeit spare ich mir. Dann lasse ich es so, also so. Entstehen oftmals Projekte bei mir, dass ich schaue, was für Holz gibt es, welche Maße hat das Holz, und wenn das Holz halt irgendwie so einigermaßen passende Maße hat, dann passe ich das halt einfach an das Holz an und denke nicht, nein, das muss aber so sein, sondern mach halt passend zum Holz. Ich muss das Ganze nochmal kurz revidieren, es wird 32 cm und nicht 30. Ich bin gerade nochmal hochgegangen und habe nochmal nachgemessen, es sind 32 cm. So viele so kleine Reste habe ich irgendwie. Ich weiß noch nicht, was ich aus denen machen kann. Keine Ahnung, vielleicht fällt mir irgendwas ein. Oder euch fällt was ein. Dann sagt's mir, was ich aus. Ich habe bestimmt 20 oder noch viel mehr so kleine Stücke. Weiß nicht, was ich damit machen soll. Ja, das ist immer so ein geiles Gefühl, wenn es so gut passt. Zwar ist der Aufbau des Schranks jetzt quasi drei so Bretter. Einmal rechts und links so ein Brett. Und nochmal eins hier in der Mitte. Und das heißt, ich mache auf jeden Fall am Rand jeweils drei Löcher, würde ich sagen, und verschraubt es dann, und oben natürlich das gleiche auch. Und in der Mitte muss ich das noch ausmessen, weil da sollen die Klopapierrollen rein. Eieiei, und das alleine ist immer so scheiße. Ich würde sagen nach 13,5 cm. 13,5. Und da ich super mega faul bin, lege ich die jetzt einfach direkt übereinander. Dummkopf Alex, dann hätte ich eigentlich auch nur eine anzeichnen müssen. So. Und bohre jetzt durch beide einfach durch. Und ich mache drei Löcher pro Brett. So, ganz schön viele Schrauben. Vielleicht reichen auch zwei. Ich habe ein bisschen übertrieben, glaube ich. Und wie immer senke ich das Ganze mit einem Senkkopfbohrer an. Jetzt schleife ich alle Teile mit 120er Papier einmal schön ab, damit die richtig schön aussehen und schön geschmeidig werden. Nach dem Schleifen muss ich jetzt nochmal anzeichnen, wo ich überhaupt die Bretter hin mache, weil das habe ich natürlich weggeschliffen. Aber ich mache nur zwei Strichelchen hier bei 13,5. Ach scheiße, das passt hier gar nicht hin. So sieht es doch gut aus. Mit der Wand ist es richtig praktisch. Jetzt kann ich das einfach so anlehnen und bündig festhalten. Und dann brauche ich nur noch Schrauben. Das habe ich schon wieder verwackelt. Na toll. Jetzt drehe ich das einfach so um. Oh, bin ich schlau. Dann einmal umdrehen und dann stütze ich das einfach auch wieder so dagegen. Wollen wir das Ganze wieder zusammenziehen. So, das DIY ist fertig. Hier kommen die Klopapierrollen rein und hier kommt die Toilettenbürste rein. Nee, natürlich nicht. Also man kann das natürlich so benutzen. Ich finde, es sieht gar nicht so schlecht aus. Aber ich habe mir was Besonderes überlegt. Und zwar möchte ich die Oberfläche drumherum mit Betonspachtel machen. Das habe ich ja schon mal bei dem IKEA-Lacktisch gemacht. Und beim Kratzbaum habe ich das gemacht und ich finde, das sieht ganz stylisch aus. Und innen drin möchte ich das Holz dunkel machen, das lasiere ich dann noch in Kirsch oder sowas oder Nussbaum glaube ich eher. Und dann habe ich noch eine Idee. Und zwar habe ich mir für die Toilettenbürste was Besonderes überlegt, dass man die nicht einfach immer so raus und rein nehmen muss, sondern ich mache hier einen Klappmechanismus bzw. einfach so eine Klappe hin, dass diese Toilettenbürste so nach außen geklappt wird, also
dann kann man es benutzen, ja, ekelhaft jetzt, und dann kann man das wieder zurückklappen. Weil wenn man diesen Klappmechanismus nicht hat und wir machen nachher hier noch ein Fachbrett rein, damit man hier oben noch was anderes reinlegen kann, dann ist das Problem, dass man hier innen drin das einfach nicht rausnehmen kann. Und dann ist man im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen angeschissen. Aber zuerst kümmern wir uns noch um das Fachbrett hier. Da wollte ich einfach warten, bis ich das Teil zusammengebaut habe und bis ich das einmal drin stehen habe, damit ich ungefähr weiß, wie hoch ich das machen möchte. Ich schätze mal, ja, so ist doch vielleicht gar nicht so dumm. Ach, ich Idiot. Vorhin wollte ich noch sagen, krass, es ist noch gar nichts schiefgegangen. Ist ja eigentlich auch voll das simple Teil. Jetzt fällt mir auf, ich muss ja von hier durchbohren, damit ich das befestigen kann. Dummbatz, richtiger Dummbatz. Dümmer als Brot. Das ist wirklich, wirklich beängstigend manchmal. Bitte sagt mir, dass es euch manchmal auch so geht, dass ihr irgendwie so einen Denkfehler habt und dann nichts läuft. Ich hab doch vorhin gesagt, dass diese kurzen Stücke, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Das ist ja ideal dafür. Schön Spannung, das ist gut. So, muss ich gar nicht festschrauben, hebt schon. Dann schraube ich diese eine Seite nochmal weg. Leinenbohrer. Und jetzt hätte ich fast schon wieder einen Fehler gemacht. Und zwar hätte ich das wieder festgeschraubt. Dabei kommt ja nachher hier dieses klappbare Teil da rein. Und das braucht ja eine Aufhängung rechts und links. Also irgendwie ein Gelenk oder sowas oder ein Scharnier. Und dafür muss ich natürlich hier auch ein Loch bohren. Da habe ich mal wieder nicht dran gedacht. Und zwar wird das nachher einfach ein Gelenk mit zwei Durchgangsschrauben und daran dreht sich nachher diese Klappe auf zu. Also mega simpel, damit man es auch richtig leicht nachmachen kann. Aber man muss natürlich jetzt davor das Loch bohren, sonst kommt man nachher nicht mehr hin. Und ich hatte gerade ein bisschen einen Gehirnknoten. Vielleicht entpuppt sich es noch als Fehler nachher, aber eigentlich müsste das doch egal sein, wie hoch das nachher ist. Also ob das Gelenk jetzt hier sitzt oder hier ist ja eigentlich nicht so schlimm. Ich finde natürlich nicht hier unten, aber ob das jetzt hier oder ein Zentimeter drüber ist, ist doch eigentlich egal, oder? Solange es auf beiden Seiten genau gleich ist. Mir bleibt nichts anderes übrig, als es auszuprobieren. Wer es nicht im Kopf hat, hat es halt in den Armen, oder wie heißt es irgendwie so? Dann muss ich es halt nochmal bauen. Kennen wir ja schon, kennen wir ja schon. Das sind mega dünne Schrauben, ich glaube 4 mm, deshalb bohre ich, glaube ich, mal mit 4 mm vor. Vielleicht könnt ihr euch ja noch an das Video von diesem Beistelltisch erinnern. Wenn nicht, dann schaut meinen Jahresrückblick an. Da sind eigentlich alle Projekte drin. Vielen Dank auch für dieses mega Feedback unter dem letzten Video. Das hat mich sehr gefreut und motiviert mich natürlich immer. Also immer, wenn ihr mir so Sachen schreibt, dann denke ich so, schön, dafür machst du es. Was ich eigentlich sagen wollte, bevor ich ins Schwärmen gekommen bin, sind diese kleinen Füller da, oder ich weiß gar nicht, wie die heißen. Man füllt damit so Astlöcher auf und muss die erst mit einem Pfosterbohrer vorbauen und kann die da reinstecken. Und ich habe das in diesen Beistelltisch damals gemacht für die Couch. Und die habe ich noch hier. Und genau die Teile benutzen wir jetzt wieder. Das habe ich mir übrigens gerade spontan überlegt. Also es ist ganz viel Improvisation bei mir. Zwar werde ich jetzt hier seitlich reinbohren, damit man nachher diese Schraube von außen nicht mehr sieht und ich einfach so einen Tropfen davor quasi machen kann. Ich hatte aber gerade, wie ich finde, noch eine ganz andere coole Idee, damit die Schraube da auch wirklich Platz hat. Ich habe einfach mit diesem Ansenkbohrer hier innen drin so dieses Teil so ein bisschen ausgehöhlt und dann hat die Schraube auf jeden Fall Platz. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, aber ich schraube das Teil jetzt wieder zusammen. Und dann einmal das Teil noch abschleifen. Das Schränkchen ist jetzt super schön glatt und jetzt lasiere ich das von innen, weil von außen machen wir nachher die Betonfarbe hin. Und ich gehe einfach mit dem Pinsel dahin und ziehe das Ganze wieder mit einem Lappen bzw. einem alten T-Shirt einfach ab. Ich habe dieses Schränkchen gestern Abend noch lackiert, damit sie jetzt trocken ist und wir weitermachen können. Jetzt ist mir aber aufgefallen, ich habe einen riesen Denkfehler gemacht. Und zwar habe ich ja hier diese zwei Löcher reingebohrt für diese Klappe. Aber das funktioniert natürlich nicht, wenn ich die Löcher direkt hier in der Mitte habe, weil sonst ist es mehr so eine Wippe hier drin. Und es muss aber hier vorne reingebohrt sein, damit es wirklich auch nach vorne aufgeht und hinten hochgeht und nicht hier einfach direkt anschlägt und dann ist das vorbei quasi. Ich habe das irgendwie nicht geblickt, deshalb muss ich jetzt, glaube ich, alles nochmal auseinanderschrauben und nochmal zwei Löcher reinbohren. Scheiße. Aber gut, wenn ich die Fehler mache, dann könnt ihr daraus lernen und es anders machen, wenn ihr auch sowas baut.
Die Seite sieht jetzt so aus, also ich habe zwei Löcher, das alte und das neue hier vorne. Und die muss ich halt dann einfach beide nachher zumachen. Bevor ich das Ganze aber jetzt wieder zuschraube, habe ich mir gedacht, basteln wir diese Klappe hier. Nicht, dass dann irgendwas nochmal schief geht und ich muss alles nochmal wieder wegmachen. Da habe ich jetzt echt keinen Bock mehr drauf. Und dafür habe ich mir diese Holzplatte hier gekauft. Das ist Birke. Ich weiß nicht, ob es schon Multiplex ist oder noch Sperrholz. Ich glaube, ab irgendeiner Dicke heißt es halt Multiplex und wenn es dünner ist, Sperrholz oder sowas. Ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr Bescheid. Auf jeden Fall ist es so ein Schichtholz und geleimtes, weil das muss ein bisschen dünner sein, weil wenn ich da drin nochmal zwei so 18 mm Platten anbringe und dann nochmal so eine Kiste baue, dann ist da halt gar kein Platz mehr. Das Erste, was ich aussäge, ist die Frontplatte, also die Blende, die man nachher vorne sieht. Und da überlege ich mir einfach, wie hoch das nachher sein soll. Ich finde es schön, wenn es nicht ganz zugeht, wenn man da so ein bisschen reinschauen kann. 14,7 ist, glaube ich, ganz gut. Die beiden Seitenstücke, die nach hinten gehen, mache ich 18 auf 18 cm. Dann einmal für die Unterseite 14,7 auf 18 cm. Jetzt schleife ich kurz die Teile ein bisschen ab. Das Ganze wird nachher verschraubt mit ganz kleinen, dünnen Schrauben und deshalb bohre ich jetzt mit dem Dreierbohrer vor, damit ich das nachher alles zusammenschrauben kann. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ich schraube das zusammen. Okay, das hält auf jeden Fall. Die Seitenwand wird dann so befestigt und ich schraube sie auch von vorne fest. Dann drehe ich das Ganze einmal auf den Kopf und stelle es so hin und schraube noch zwei Schrauben von unten durch. Hallo. Jetzt brauche ich noch mal zwei Teile. Und zwar einmal das Rückteil und einmal das Oberteil. So, dann schraube ich erst die Rückwand fest. Jetzt fehlt nur noch diese Platte hier oben, um das Ganze zuzumachen. Wenn ich das aber jetzt so zumache, dann wird es ja gar keinen Sinn machen, weil dann hätte ich hier ja gar nichts drin. Und zwar möchte ich jetzt hier ein Loch aussparen in der Größe von dieser Klobürste. So säge ich das dann aus. Und dann steht die da drin und kann sich eigentlich nicht hin und her bewegen. Und dann kann man das einfach so rausklappen, ohne dass die so umfällt, wie sie es jetzt gerade macht. Das heißt, ich werde jetzt da mal anzeichnen. So kommt die ja nachher drauf. Rechts und links ungefähr gleich. Mache ich nach Augenmaß. Ihr wisst Bescheid. So. Und jetzt habe ich mir gerade gedacht, das ist mir gerade eingefallen, ist eigentlich blöd, wenn ich hier hinten das auch zumache, sondern ich schneide das jetzt einfach hier ab. So ungefähr. Dann kann ich nämlich da hinten noch irgendwas Dünnes reinstecken, so ein Putzmittel oder so. Jetzt bohre ich erst ein großes Loch hier rein, damit ich da mit dem Sägeblatt reinkomme und dann drumherum sägen kann. Ich habe die Klobürste mal reingestellt. So sieht's aus. Ich bin schon mega happy. Jetzt kommt der tricky Part, beziehungsweise der Part, wo ich noch nicht ganz weiß, ob es klappt. Denn ich werde es jetzt befestigen. Ich habe hier unten mal kurz so ein Brettchen reingelegt, weil es muss ja auf jeden Fall ein bisschen weg vom Boden sein, sonst kann das ja überhaupt nicht da drehen. Deshalb habe ich gedacht, vielleicht passt der Abstand ganz gut. Das lege ich jetzt einfach mal da unten rein. Bündig ungefähr. Zentriere das auch noch so. Und jetzt bohre ich einfach mit einem Bohrer hier unten durch. Das ist mal der Plan. Bin so aufgeregt. Und damit es nicht verrutscht, stecke ich hier schon mal die Schraube durch. Scharnier hier auch reinsetzen. Juhu. Und jetzt fällt es natürlich hier so hinten ab. Und deshalb habe ich genau diese Dicke genommen, weil dann schraube ich hinten einfach so ein kleines Plättchen rein. Also einfach nur so ein Stück. Und dann fällt es halt nicht so nach hinten ab, sondern liegt da quasi so auf. Dann säge ich die zwei Schrauben noch ein bisschen kürzer ab. Am besten ihr nehmt einfach kurz genug. Ich habe halt nichts anderes da, deshalb mache ich mir die Mühe und säge sie ab. Ah, jetzt schon keinen Bock mehr, das zu sägen. Bevor ich das Ganze aber zusammensetze, lasiere ich dieses Teil auch noch in Nussbaum, damit es nachher schön zusammenpasst. Ich ziehe mir mittlerweile immer Handschuhe an, weil ich finde das so eklig, diese Lasur an meinen Händen, und es geht einfach nicht weg. Dieses Teil ist fertig lackiert und ich finde, es sieht so, so geil und schick aus. Und deshalb bin ich auch auf die Idee gekommen, dass ich es doch nicht mit Betonfarbe vorne machen möchte. Also ich wollte eigentlich hier diese Fläche mit Betonfarbe machen. Und dieses Regal komplett von außen mit Betonfarbe. Weil ich bin eigentlich großer Fan von so Materialmix. Also wenn man irgendwie was Graues und was Holz irgendwie zusammen hat oder sowas. Aber jetzt gefällt mir das eigentlich ziemlich gut, wenn das alles so Holz ist. Jetzt ist nur das Problem, dass ich hier überall offene Schrauben habe. Und wollte das eigentlich mit dem Spachtel oder mit dem Betonspachtel quasi zumachen. Das geht jetzt nicht, aber ich denke, das wird trotzdem ganz schick. Meine abgesägten Schrauben kommen jetzt hier rein.
und dann befestige ich erstmal dieses Teil hier. Dann lege ich die Mutter einfach dagegen und schraube das dann schön zusammen. Geil, es funktioniert so klasse. Zack, 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 zack. Juhu. Kommt dann hier so rein. Zack, zack. Nachdem ich das jetzt festgedreht habe, stecke ich hier diese Teile rein, die ich ausgehöhlt habe vorhin. So, und die müssen wahrscheinlich ein bisschen reingeklopft werden. Und ich habe mir überlegt, ob ich es leimen soll. Ich habe es aber jetzt extra nicht geleimt. Das hebt so gut und dann kann man, falls man das irgendwie wieder auseinanderbauen möchte, das irgendwie mit einem Schraubenzieher besser raushebeln. Optimal, würde ich sagen. Jetzt kann ich das Ganze auch endlich wieder zusammenschrauben. Jetzt kann wirklich eigentlich nichts mehr passieren, weil das Teil ist ja jetzt drin. Was ich mir jetzt spontan noch überlegt habe, weil hier oben ja diese Löcher drin sind, dass man hier oben eine Zeitungsablage bzw. so eine Zeitschriftenablage machen könnte und dadurch die Löcher gleichzeitig verdecken, weil was macht man auf der Toilette? Man liest Zeitschriften oder surft am Smartphone, aber lieber irgendwie ein bisschen in Zeitschriften blättern, finde ich, als die ganze Zeit am Smartphone hängen. Und deshalb baue ich hier noch so eine Ablage oben drauf. Diese Ablage soll so in etwa aussehen, also das Teil kommt einfach hier oben drauf. Der Zeitschriftenhalter ist fertig und wird jetzt hier oben angebracht. Man könnte ihn leimen, ich schraube ihn jetzt, weil ich habe keine Lust mehr so lange zu warten. Ich hoffe, das geht, weil das Holz ist doch ziemlich dünn, aber wir testen es mal. Dann schleife ich noch mal kurz die Übergänge hier, damit auch alles auf einer Ebene ist. Und zu guter Letzt lackiere ich das Ganze noch mit der gleichen Lasur wie hier innen drin und mache doch nicht die Betonfarbe. Ich glaube, es sieht gut aus. Für den Abschluss mache ich noch so ein Schildchen hier hin, damit man auch weiß, dass da die Klobürste drin ist. Das habe ich einfach aus so einer schwarzen Postkarte ausgeschnitten und dahinter Druckerpapier einfach mit Brush drauf gemacht. Jetzt mache ich das einfach hier hin und ich finde, das sieht auch ziemlich nice aus und dann ist das Ding fertig. Jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen und ihr konntet so ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht baut ihr das Ganze ja nach, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich auf Instagram darauf markiert. Ihr müsst es nicht unbedingt genauso nachbauen, ihr könnt es auch ein bisschen einfacher ohne diese Klappe und ohne die improvisierte Zeitungsablage bauen. Wenn ihr noch nicht Abonnent von dem Kanal seid, dann würde ich mich natürlich voll freuen, wenn ihr den Kanal jetzt abonniert, da unten. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Bis dahin. Freue ich mich auf nächste Woche, auf euch und auf eure Kommentare und vielleicht können wir uns ja einfach so in den Kommentaren ein bisschen austauschen. Vielleicht habt ihr auch coole Ideen oder sowas. Ich freue mich auf jeden Fall immer auf euch. Ciao, ciao, macht's gut. Schaut mal, ich habe mir jetzt am Schluss noch irgendwie so einen scheiß Cut da reingezogen. Ich habe den Tisch abgeputzt und dann stecken ja da hinten die Schraubenzieher drin und dann bin ich so drunter durchgefahren und der eine ist so tief, dass der Schraubenzieher hier mir so aufgerissen hat. Naja. Ciao.